Hey Leute, willkommen bei Big Reacts, powered by OM. Mein Name ist Krimbo. Ich bin Sinn. Ja, Tizi heute leider nicht dabei, ich bin seine Vertretung und habe mir den sehr geliebten Elias aus dem Academy-Team herbeigewünscht. Und ja, ich würde mal sagen, dann starten wir direkt. Fnatic gegen Big. Dritte Map. Safe und Farmers. Monster raus. Komm, Goldinis von mir. Oh, gute Flashes. Gute Gesichter aber auch, ne? Das war, glaube ich, das Entscheidungsspiel. Boah, krasse Runde von Josef. Auf jeden Fall. Farmers. Eigentlich macht man nicht 5 Kills mit Farmers. Ich glaube auch nicht, aber Josef kann alles. Ist okay, nimmt man, ne? Auf jeden Fall. Heute erstes Replay Academy League Playoffs Match gehabt gegen Fnatic. Stark. Klares 2-0 Win. Und bald geht's weiter. Stark. Nächste Runde direkt. Rische flankt. Rische mit AK sehr gefährlich auch, by the way. Ja, Roche von G2. Ja, der hier war gecallt die ganze Zeit. Links Klaus. Oh, er riecht ihn. Ja, wussten, dass er auch einen AP hat. Boah, ich erinnere mich an diese Szene. Und er hat ihn erst nicht gesehen. Oh. Hat er Zeit? Safe, ne? Ja, er hat Zeit, oder? Ja. Er verzweifelt schon. Er hat ihn erst nicht gesehen, ich erinnere mich auch an die Szene. Er hat es erst nicht gesehen und wir haben dann Voice übertrieben laut rumgeschrien die ganze Zeit. Kurz und dann am Ende hat es dann noch knapp gereicht. Ich? Oh, Gesicht und Knife. Nein, ich habe Knife draußen. Ich mache ein Gesicht. Boah, Deagle-Runde hatten die, ne? Ja, Roche. Ah, ich erinnere mich. Schon mal Boah, er hat einfach jetzt P250 weitergespielt. Auf das Gesicht, Mann. Richtig, ja, Mann, einfach. Einfach keine Gesicht. Angst. Guter Jump. Right Eye. Und guck mal, ganz lässig, wie cool er bleibt. Klar. Ja, wieder fast gegen Echo verloren. Ja, boah, wir verlieren. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist. Immer noch. Also bei uns, als wir damals gespielt haben, Deagle-Runden. Gefährlicher manchmal als Byron, leider. Ja, bei uns natürlich auch, leider. Ja. Egal, hat man immer was, woran man arbeiten muss. Ist gut. Stimmt, sonst wird es auch langweilig. Ja, ne? Auf jeden Fall. Nächster Clip. Pistol Round. Boah, ich weiß noch. Guck mal, Rische hat 7 AP, aber nicht vom Gegner, hat von mir Doppelgesicht ja, bekommen. Die Runde war auch ein bisschen gefährlich, Mann. Jetzt ist er hier und wir wissen, dass er hier ist. Halt zusammen. Boah, Gesicht. Einfach Gesicht ist immer die beste Antwort, oder? Du sagst es auf jeden Fall. CT Smoke leider gefällt. Boah, 2-2. Komm, Flank. Ja, aber schon die 2. Beide bekannt. 10 Sekunden aber. Und der Plant war key in dieser Ecke. Gesicht. 1-1. Und jetzt wusste ich, Crims, tut mir leid, du hast sehr viel Erfahrung, aber Weltklasse gespielt. Ist leider hier so. Boah, mit dem Eckenplan, jetzt macht alles seinen Sinn. Er weiß immer noch nicht, wo Jarosch ist. Guck mal, er grübelt richtig. Gesicht. Jetzt geht's zur dritten Map Vertigo. Comfortzone, oder nicht? Safe. Sehr gut. Viele Maps, ich glaube bei euch auch, viele Maps laufen sehr gut so und wir haben einen guten Map-Pool. Und hier tut mir leid, aber der hat absolut gelackt. Durch Smoke einfach. Ja, einfach. Ist okay, aber wir haben Tizi. Der riecht die Gegner, Alter. Boah, er moved aber nicht schlecht, ne? Aber Tizi wusste direkt, wo er war. Er hätte, ja, ja, safe. Guck mal, er hätte so Connector sein können, er hätte so Heaven sein können. Guck mal, er ist richtig verzweifelt, er weiß. Ja. Aber sollte er auch keine sein. Keine Chance gegen Tizi. Er sollte auch verzweifelt sein, bin ich ehrlich. Boah, ich weiß noch. Bam, bam. Das war eine sehr wichtige Runde. Hätten wir die verloren, 5-4, dann Eko. Kein Geld, ja. Dann jetzt steht es auf einmal 6-3 und nicht 5-5. Gehen wir die T-Seite, 14-10. Boah, ich weiß noch, ich glaube, Tizi hat ihn jetzt oben weggecheatet. Ja, er hat ihn einfach so. Aber er hat davor gesehen, dass sie geboostet haben. Jetzt gibt er den zweiten auch nochmal auf Reed. Gesagt, er kann gut. Tizi spielt sehr krass auch zur Zeit, Mann. Safe. Er verschießt den Shot. Der kriegt's. Was eine krasse Runde, Mann. Ja, Mann. Guck, Fatih, er ist überall sick, Alter, geil. Somit haben wir uns da zu den Playoffs qualifiziert, wo ich dann leider Corona bekommen habe.
Das war, glaube ich, nächsten Tag oder übernächsten Tag am Morgen. Übertrieben surreal war das. Ich bin so aufgewacht. Ich gehe so, mir ging es nicht so gut. Ich habe halt so, aber auch, weil in diesem Hotel gab es nur Klima. Du konntest dein Fenster nicht öffnen, ja, du konntest die Klima auch nicht ausstellen. Das heißt, so, mein Hals war ein bisschen trocken und ja, so. Ja, ich weiß, was du meinst. Dann mache ich halt mal so random einfach einen Corona-Test, aber der einfach positiv. Nein. Und ich stand halt so, hab den so 5 Minuten angeguckt, weil es einfach so richtig surreal gewesen war. In dem Abend gegen Astralis angespielt und. Da wurde Nils jetzt eingeflogen. Ja, genau. Das war richtig kurzfristig. Wir hatten um 20 Uhr ein Spiel. Ich hatte um 11 Uhr, glaube ich, so gewusst, dass ich positiv bin. Ich habe 2 Tests gemacht und dann wurde direkt Nils eingeflogen. Am 20 Uhr hatten wir das Spiel, wie gesagt, und es war alles sehr kurzfristig. Wir waren auch hier im Bootcamp. Wir wollten eigentlich um 12 Uhr zum Friseur alle, mit Nils auch zusammen. Dann kam Roman rein und meinte, ey Jungs, Nils muss nach Schweden. Dann hat er direkt Koffer gepackt, ist direkt losgefahren. Dass sowas dann mit Turnen passiert, war, denke ich, für alle so ein kleiner Rückschlag. Alle waren so ein bisschen fuck, Mann, und so, aber alle haben nicht den Kopf hängen lassen so und das Beste aus der Situation gemacht. Aber wir hatten halt so einen richtig geilen Flow in Dallas. Wir auf jeden Fall gegen Cloud9 gewinnen können, wenigstens dass die zweite Map enger aussehen lassen müssen. Und waren halt einfach auf einem geilen 3-4 Wochen Trip zusammen als Team. Und wenn das halt dann auf einmal mit Turnen passiert, ist halt so ein bisschen demotivierend für alle, denke ich. Aber ich denke, wir haben uns auf jeden Fall noch sehr gut geschlagen. Und Nils auch, also Hut ab nochmal an Nils. Der ist am gleichen Tag eingeflogen, wo er gespielt hat. Hatte 2 Stunden vom Spiel, ist er, glaube ich, da erst angekommen in der Venue. Und man sah ja jetzt nicht gegen Astralis komplett, also man sah ja nicht schlecht aus so. Dann hatte, da haben die Map gewonnen. Auf jeden Fall, die erste Map war sehr close, das weiß ich, glaube ich, noch. Erste Map war sehr close, leider dann verloren und dann auf der zweiten Map, Ancient war das, glaube ich, war es halt, hat Astralis einfach sehr gut gespielt. Und ja, ist halt schade, wenn sowas mit Tournament passiert, aber... Ja Leute, das war das Spiel Big King Fnatic. Ich hoffe, ihr habt ein paar coole Insights mitbekommen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Gaming verbessert die Reflexe und die Augen-Hand-Koordination. Das heißt, Gamer-Piloten sind sicherere Piloten. Ich game nicht für mich, ich game für dich. Transcend Humanity with Omen.